einmal in eine fremde Rolle schlüpfen, vor Publikum auf der Bühne stehen. Viele Hobbyschauspieler erfüllen sich diesen Wunsch beim Laientheater. Die Mosaikbühne Ottnang am Hausruck ist eins von 300 Amateurtheaterensembles in Oberösterreich. Gespielt wird seit 40 Jahren, das Repertoire vielseitig. Angefangen haben sie natürlicherweise mit Bauerntheater, aber man versucht Boulevard genauso zum Spielen. Vor zwei Jahren haben wir zum Beispiel ein Stück gehabt, die Gratloper mit Gesang, haben wir sie über diesen Betrieb gewagt. Und heuer, zum 40-Jahr-Jubiläum, haben wir uns eben eine bayerische Komödie ausgesucht. Wo es mir mein Blut hindruckt und auch das kann dir wurscht sein. In Hopfen und Hendrix schlüpft die Landwirtin in die Rolle der Wirtin. Der Motion-Designer wird zum Revoluzer der 60er Jahre. Ein Viertel des Jahres wird geprobt, nicht immer einfach. Neben Familie, Beruf und Alltag muss ordentlich Text gelernt werden. Man lässt halt andere Hobbys einmal außen vor für die Zeit. Das weiß man eh, wenn man sich drauf einlässt. Die nächsten Monate kehren dem Theater und ja, es sind in der Woche einmal 6 Stunden proben meistens und daheim 1 Stunde vielleicht oder 2 Stunden für den Text, je nachdem. Laientheater boomt. Das Image vom simplen Bauerntheater lange passé. Immer mehr junge Schauspieler machen mit. Da kann es schon mal passieren, dass der Neueinsteiger eine Hauptrolle bekommt. War noch nie auf der Bühne? Danke, sage ich dann nicht. 254 Einsätze und noch nie auf der Bühne gestanden. Heute vor der Premiere, ich bin selber gespannt. Be my baby. Also, sei mein Säugling oder so. Lampenfieber gehört dazu, auch wenn nichts dem Zufall überlassen wird. Die Stücke werden nämlich vom gesamten Ensemble ausgewählt und der Truppe auf den Leib geschneidert. Wir haben einen sehr großen Kreis, der die Stücke liest. Wir tauschen uns untereinander aus und dann wird auch ein Ranking gemacht und Listen erstellt, wie spielbar diese Stücke sind. In Ottnang stehen hinter einer Aufführung 35 Personen. Technik, Bühne, Maske, Organisation und die neuen Schauspieler im Rampenlicht. Die Motivation gleich wie bei den echten Schauspielern. Man darf ganz wie andere sein und man darf, wie es im Mainfall jetzt ist, also ich habe eine Rolle diesmal, diese Rolle ist wirklich das große A. Wann habe ich die Möglichkeit, ich arbeite in einer Bank, wann habe ich die Möglichkeit, das zum Auslassen? Also im Alltag nicht, das kann ich nur da machen. Ich freue mich auf den Applaus, ich freue mich richtig, wenn wir heute anfangen zum Spielen. Es ist lustig, ja. Lustig anzusehen ist auch die Komödie Hopfen und Hendrix. Insgesamt 10-mal zu sehen bis 2. April.